Jawohl, hier ist Curitiba, hier ist die Arena Dabaik Shahda mit dem letzten Gruppenspiel Algerien gegen Russland. Die Entscheidung der Gruppe H nach dem heutigen Spiel, nach den letzten beiden Spielen, die zeitgleich laufen, wissen wir, welche Mannschaften, welche 16 Teams ins Achtelfinale einziehen. Russland, Algerien oder Belgien können die bereits 14 Teams, die sich qualifiziert haben, jetzt komplettieren. Zunächst hören wir der Hymne Algeriens zu. Und dann werfen wir einen Blick auf die Tabelle dieser Gruppe H vor dem letzten Spiel. Belgien spielt zeitgleich in Sao Paulo gegen Südkorea. Die Südkoreaner bereits sicher aus dem Turnier ausgeschieden. Und Russland, Belgien und Algerien kämpfen um zwei Plätze in die Runde der besten 16 Mannschaften. Ein Sieger aus dem heutigen Spiel in Curitiba kann es in jedem Fall schaffen. Bei einem Unentschieden ist die russische Mannschaft ebenfalls im Achtelfinale, aber schauen wir zunächst auf die Elf Algeriens. Der Torwart heißt Serba Mouché, steht zum dritten Mal bei dieser WM zwischen den Pfosten. Algerien hat den Torwart gehalten. Rechtes Mittelfeld Boudebous hat mir sehr gut gefallen im ersten Spiel, das insgesamt recht schwach verlief gegen Belgien. Und vorne Belfodil, zweifacher Torschütze gegen Südkorea. Russland unverändert, vorne Bystrov, Kerschakow und Kokorin. Kerschakow mit zwei Toren gegen Südkorea beim ersten Auftritt und im Tor ist Igor Akinfeev. Algerien hat Anstoß in Weiß von links nach rechts und es gibt auch Neuigkeiten vom FIFA-Organisationskomitee, das gelost hat, das losen musste, welche Mannschaft aus der Gruppe H jetzt Gruppensieger wird, aus der Gruppe G meine ich. Deutschland ist tatsächlich Gruppensieger, wurde ausgelost, hat sich daher durchgesetzt gegen die USA. Und wird damit also gegen den zweiten dieser Gruppe spielen. Das wird dann Belgien, Algerien oder Russland sein. Die USA sind damit Zweiter der Gruppe G. Das Ganze ja nur aufgrund des Loses festgelegt. Denisov. Kerschakow. Heißt also, wird Russland Gruppensieger, haben wir das Achtelfinale Russlands gegen die USA. Bei einem Gruppensieg spielen sie gegen Deutschland. Kokorin nicht im Abseits. Erste Möglichkeit für Russland über Kokorin. Toll gemacht von Kerschakow. Und dann ist Serba Mouché da bei seiner ersten Probe. Eckstoß Bystrov. Denisov. Nicht so gut gemacht, Chirokov. Kokorin, Flanke auf den langen Pfosten für Samedov. Und das haben sie sehr gut geklärt. Die Männer in Weiß, die nach dem überraschenden Sieg gegen Südkorea doch noch ums Achtelfinale kämpfen. Brahimi. Boudebous, erste Möglichkeit für Algerien. Schöner Versuch von Boudebous. Bestätigt seine Leistung aus dem ersten Auftritt gegen Belgien. Kokorin, der Ball kommt an, wenn Mostefa nicht aufpasst. Kokorin, Chirokov, stark gemacht, Chirokov, Bystrov. Ein herrliches Tor, das Russland in Führung bringt durch Bystrov. Der Einsatz von Chirokov lohnt sich. Serba Mouché kann abwehren, aber da steht Bystrov gut und verwandelt zum ersten Treffer für die Russen an diesem frühen Abend hier in Brasilien. Hat etwa 10 Minuten gedauert, da kassiert Algerien das vierte Gegentor bei dieser WM. Neuer Blick auf die Blitztabelle, momentan wäre Russland Gruppenführer vor Belgien, das mit 5 Punkten dasteht, da es ja noch unentschieden steht in Sao Paulo. Wir informieren Sie, und das kennen Sie bereits aus den Konferenzen, wenn etwas passiert.
Barov. Segui. So, Algerien muss jetzt in jedem Fall treffen, da man mit einer Niederlage gegen Russland aus dem Turnier ausgeschieden wäre. Schirokov, guter Pass für Kokorin, wieder kein Abseits gegen Bugera Kokorin. Und der Ball war noch im Spiel tatsächlich. Selma Muschi hat aufmerksam aufgepasst und kann diesen Ball, der vom Pfosten zurücksprang, aufhalten. Und wir schauen mal rüber nach Sao Paulo, Tor für Belgien. Ben Teke macht die Führung für die andere europäische Mannschaft, die damit wieder gleichzieht. Wir schauen gleich auf die Tabelle. Und es ist auch das zweite Tor für Ben Teke bei dieser Weltmeisterschaft. Hat getroffen beim ersten Auftritt gegen Algerien. Jetzt also Belgien weiter hinter Russland. Die Russen haben den Vorteil des eingeschossenen Tores. Deswegen sind die Russen bei einem Sieg, solange Belgien nicht mehr Tore schießt als Russland, in jedem Fall vor der Mannschaft Belgiens. Das war ganz klar, bedeutet auch bei Siegen für Südkorea und Algerien wäre Russland, sofern die Tordifferenz nicht sich verändert, vor Belgien. Beresotski. Ignjaszewicz. Samedov. Schöner Ball für Kokorin und jetzt ist die Fahne oben für den Mann auf dem linken Flügel. Hat die große Position des großen Andrei Aschavin eingenommen, der bei der EM 2008 in der Schweiz und Österreich noch so groß aufgespielt hat, die russische Mannschaft bis ins Halbfinale begleitet hat, als man am Ende am Europameister scheiterte. Bistrov. Flanke geht nicht aufs Tor. Abstoß für Selma Muschi. Schirokov. Bistrov. Kommt nicht vors Tor, weil die Algerier momentan noch aufpassen bei manchen Situationen für Russland. Haben sich allerdings beim Gegentor doch recht einfach überwinden lassen. Und würden momentan nicht ins Achtelfinale einziehen, trotz des guten Auftrittes ins Porto Alegre beim zweiten Spiel dieser Weltmeisterschaft. Bistrov. Und damit hätten wir das Achtelfinale, das sich einige herbeigesehnt haben, der USA gegen Russland. Deutschland würde auf Belgien treffen. Auch das ein interessantes Duell, eine ebenfalls schwierige Aufgabe für die deutsche Mannschaft, die es bei diesem Turnier vermutlich nicht mehr mit einer leichten Aufgabe zu tun haben wird. Wobei wir an den Beispielen Honduras und Costa Rica gesehen haben, was die leichten Aufgaben wirklich sind. Und jetzt gibt es tatsächlich Freistoß nach Handspiel für Schirokov. Gute Möglichkeit für Russland, Kerschakov hinter Selma Muschi hat Algeriens Torwart wieder gut gemacht. Udebus. Einzige Möglichkeit für Algerien gehabt. Der Mann im rechten Mittelfeld, Udebus. Samedov. Schirokov.
Korin. Fehlpass bei Dassen, aber das kann Algerien nicht in den Konter umwandeln. Samedov. Shirokov. Das sieht sehr schön aus, was Russland spielt. Sehr schönes Kombinationsspiel. Und jetzt Bystrov. Nächste Flanke. Und da haben sie nicht aufgepasst. Shirokov auf einmal im Strafraum fällt. Und es gibt Strafstoß für Russland. Und das war mal nicht richtig, weil Shirokov von hinten attackiert wird. Lassen war es, der zu ungestüm ist. Da haben sie nicht aufgepasst und dann fährt Lassen Shirokov in den Schussversuch rein. Freistoß, Strafstoß meine ich. Shirokov gegen Semmermoschee. Shirokov, nein! War nicht drin. Shirokov trifft die Latte und der Ball zurück im Spiel. Ärgerlich hätte die Vorentscheidung sein können, weil Russland mit 2:0 doch sehr sicher gewesen wäre. Kerschakov. So, wieder Shirokov. Und da ist Semmermoschee wieder unsicher. Hat eine gute Leistung bislang gezeigt, aber in den letzten Momenten hat es dann doch ab und an mal gehapert bei Semmermoschee. Denn das hätte er haben können. Das war nun wirklich kein starker Schuss von Shirokov, den er da so unglücklich abprallen lässt. Hat er Glück, dass seine Abwehr aufmerksam war in dieser Situation. Halbzeit in Curitiba. Russland führt und ist momentan hinten ungefährdet. Zeitgleich ist Pause in Sao Paulo und momentan hätten die Europäer ihr Achtelfinale. Beide europäische Mannschaften hätten sich durchgesetzt und Russland stände noch vor Belgien. Wir machen jetzt eine kurze Pause in der Arena dabei Schader und sind dann in einer Viertelstunde zurück zur zweiten Halbzeit. Russland gegen Algerien. Bis dann.